Ja, aufgrund von zwei Tatsachen. Erstens habe ich jahrelang tiefe Zinkblutwerte gehabt, die trotz Supplementation nicht nach oben gehen wollten. Und zweitens habe ich vor Jahren durch eine Amalgamplombenentfernung eine wochenlang anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung gehabt. Und beides habe ich dann erst Monate später durch eine Fortbildung mit meinen Amalgamfüllungen in Verbindung gebracht. Weil Quecksilber konkurriert einerseits mit Zink um die Bindungsstellen im Körper und mein Zahnarzt hat die Plomben leider ohne Schutzvorkehrungen einfach nur so entfernt. Ja, einige Metalle wie Arsen, Nickel, Zink, Eisen und Kupfer sind in niedrigen Dosierungen für den Organismus lebensnotwendig. Erhöht man aber deren Konzentration, dann treten Schwermetallvergiftungen auf. Gefährlicher seien aber andere Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber und Aluminium. Die können sofort zu einer Schwermetallvergiftung führen, sobald sie in geringen Mengen schon aufgenommen werden. Also Quecksilber wird aus Amalgamfüllungen freigesetzt oder man nimmt es mit Fisch auf. Blei kann in Trinkwasser enthalten sein, Stichwort Bleiwasserleitungen, in Abgase, Zigarettenrauch, früher als Blei im Benzin. Also sind ja sehr viele Leute gefährdet, die direkt an Hauptstraßen gewohnt haben. Auch in bleihaltigen Farben und Aluminium in Kosmetikprodukten oder aus der Nahrung. Ja, an sich arbeiten die Entgiftungssysteme des Menschen sehr gut, nur sind sie durch die Vielzahl der Gifte, denen wir ausgesetzt sein, stark überlastet. Das Problem bei Schwermetallen ist, dass sie sich vor allem im Nervensystem, im Rückenmark und im Gehirn einlagern, wie Quecksilber und Aluminium oder im Knochen wie Blei. Und dort seien sie dann für die Entgiftungssysteme nur sehr schwer zu erreichen. Ja, die Symptome sind leider sehr unspezifisch, sodass man bei fast jedem Krankheitsbild einer Schwermetallvergiftung denken muss, wie Muskel-Gelenkschmerzen, Ekzeme, Magen-Darm-Beschwerden, Autoimmunerkrankungen, Infektionen, Demenz, Parkinson, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne und so weiter und so fort. Ja, Schwermetalle sind allgemein sehr schwer zu erfassen, weil sie sich im Fettgewebe und im Nervensystem einlagern. Blut, Urin oder Haaranalysen messen leider nur den Teil, der sich gerade im jeweiligen Gewebe befindet. Deshalb muss man die Schwermetalle vor der Messung aus den Geweben mobilisieren. Dies geht mit den Gelatbildnern wie DMPS oder DMSA, die Schwermetalle aus dem Gewebe holen und sie dann für die Messung sichtbar machen. Gemessen wird dann im Urin 4 Stunden später. Ein Urintest auf 17 Schwermetalle ist bei uns erhältlich um ca. 95 Euro. Und seit kurzem bieten wir auch die Möglichkeit, die 12 häufigsten Schwermetalle mit einem Skalarwellenanalysator zu analysieren. Und mit dem können wir bei Ihnen auch Werte wie Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und Fettsäuren überprüfen. Ja, für die Ausleitung zentral sind Chlorella-Algen, Bärlauchtinktur und Korianderkraut. Chlorella bindet fast alle Giftarten effektiv, regeneriert zusätzlich die Darmflora und ist krebspräventiv. Leider können einige Chlorella-Arten relativ hohe Schwermetallwerte aufweisen, also immer ein Analysenzertifikat verlangen. Chlorella gibt es in Tablettenform, noch besser wäre aber das Pulver, wobei man die Tabletten klarerweise zerstampfen kann. Bärlauch ist die schwefelreichste Pflanze Europas, löst dadurch Schwermetalle aus dem Bindegewebe und leitet sie über Leber, Niere und Darm aus dem Körper aus. Bärlauch wird in Form von Bärlauchtinktur zum Beispiel verwendet, die wir selber herstellen. Die Anwendung von Koriander stellt nach Dr. Klinghardt die einzig bekannte Methode dar, Gehirn- und Nervengewebe von Quecksilber zu entgiften. Alle anderen Mittel, die zur Mobilisierung von Quecksilber angewendet werden, können die Blut-Hirn-Schranke nicht oder nicht ausreichend überwinden. Koriander sollte deshalb erst am Ende einer Ausleitung gegeben werden, möglichst immer in Verbindung mit Chlorella, ansonsten besteht die Gefahr, dass Quecksilber ins Gehirn verschoben wird. Ja, das werden die sogenannten Gelatbilder, die ich vorher schon erwähnt habe. Diese sind nach wie vor die wirksamsten Entgiftungsmittel. DMPS wird beim Arzt infundiert über mehrere Minuten und DMSA in Kapselform über 3 Tage eingenommen. Das wiederholt man dann alle paar Wochen. Das ist korrekt. Aluminium häuft sich nämlich im Nervengewebe an und zerstört im Hirn die Strukturen der Neurone.
Es saugt sie sozusagen aus, indem es das Magnesium verdrängt, das für die Struktur von den Neuronen verantwortlich ist. Ein chronisch niedriger Magnesiumkonsum ist zum Beispiel mit einer Erhöhung der toxischen Aluminiumablagerungen assoziiert. Zur Aluminiumausleitung hat sich Apfelsäure in Form von Magnesiummalat bewährt, kombiniert mit Silizium. Die Apfelsäure durchdringt nämlich leicht die Blut-Hirn-Schranke und bindet sich an das Aluminium im Gehirn und beugt so unerwünschten Anhäufungen dieses Metalls vor. Das Magnesiummalat ist übrigens ein ausgezeichneter Gelato und indem es sein Magnesium gegen das Aluminium eintauscht, eliminiert es das Aluminium aus dem Organismus und macht das Magnesium gleichzeitig für die Neuronen verfügbar. Bitte sehr vorsichtig dosieren. Ich habe es bei mir selbst anfangs etwas übertrieben, gleich mehrere Kapseln eingenommen und bin mitten in der Nacht aufgewacht mit Krämpfen am ganzen Körper. Wahrscheinlich wurde zu viel Aluminium auf einmal mobilisiert. Alle möglichen und sie sind einfach ein Zeichen dafür, dass zu viel Gifte auf einmal im Körper freigesetzt werden. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche, Frieren, sehr geringe körperliche und geistige Ausdauer, unsaubere Haut, Kopfschmerzen und so weiter. Ich zum Beispiel war die ersten Wochen der Chlorella- und Bärlauchausleitung sehr schlecht gelaunt und hatte sehr starke Albträume. Also unterstützen sollte man mit Omega-3-Fettsäuren, die schützen nämlich das Nervengewebe, und mit Basenpulver. Die Gabe von Basenpulver ist unbedingt angezeigt, da dadurch die Gifte besser gebunden und über die Niere ausgeschieden werden. Ist das Milieu nämlich zu sauer, werden sie teilweise wieder in den Geweben deponiert. Der Körper sollte auch mit genug Schwefelgruppen versorgt werden, die sind nämlich wichtig für den Transport der Gifte. Dazu ist zum Beispiel Methylsulfonylmethan, kurz MSM, oder Acetylcystein, bekannt als Schleimlöser, gut geeignet. MSM kann auch unterstützend wirken bei Darm- und Gelenkproblemen, Allergien und Autoimmunerkrankungen. Also der Zahnarzt sollte nur langsam drehende Bohrer verwenden, um möglichst wenig Quecksilberdampf zu erzeugen. Weiters sollte er den Mund mit einem Gummituch abdecken, dem sogenannten Kofferdamm, und sollte eine starke Absaugung verwenden, am besten den sogenannten Clean-Up. Vom Zeitplan her sollten alle Füllungen innerhalb eines Zeitraums von 2 Wochen entfernt werden, zum Beispiel alle 2 bis 4 Tage ein Quadrant. Da nach 12 bis 14 Tagen die Zahl der Immunzellen ansteigt und dann die Gefahr einer allergischen Reaktion beträchtlich steigt. Alternativ kann man auch alle 8 Wochen einen Quadranten entfernen. Also am besten 2 Wochen vor dem Ausbohren mit Chlorella- und Bärlaucheinnahme beginnen und Mineral- und Vitalstoffdepots auffüllen. Eine Amalgamentfernung ausschließlich bei basischer Stoffwechsellage und niemals im Zustand der Übersäuerung. Am besten 4 Wochen vor der Entfernung mit der Einnahme eines Basenpulvers beginnen. Dann am Ausbautag vor der Behandlung Milch und Heilerde einnehmen und unmittelbar nach der Entfernung mit 10%iger Natriumthiosulfatlösung spülen. Danach die Ausleitung mit Chlorella und Bärlauch weiterführen. Ja, bei liegenden Plomben nur mit Chlorella und Bärlauch entgiften und zügig runterschlucken. Auch Menschen, die seit Jahren keine Amalgamfüllungen mehr tragen, profitieren von einer Entgiftung, da das Quecksilber ja sicher im Fettgewebe ablagert. Am besten bringen Sie Ihre Entgiftungsorgane, Leber, Galle, Darm, Lymphe, Haut, Niere und Lunge in Form durch Sauna oder Infrarotkabine, mindestens 2 Liter Flüssigkeit pro Tag, zum Beispiel in Form von Entgiftungstee, regelmäßiger Bewegung, mindestens 1 Stunde pro Tag und durch achtsame Auslese von möglichst schadstofffreien Nahrungs-, Verbrauchs- oder Nutzprodukten. Auch eine Darm-Leberreinigung 1 bis 2 Mal jährlich wirkt sich sehr positiv aus. Außerdem kann Ihnen folgende Nahrungsmittel die Schwermetalle und andere Schadstoffe binden, ausleiten oder neutralisieren, zu regelmäßigen Konsum empfehlen: Dinkelwaren, Buchweizen, Gersten- oder Weizengraspulver, Ziegenmolke und kaltgepresste Öle wie Distellein oder Walnussöl. Auch Fasten kann einen effektiven Weg zum Ausleiten von Giftstoffen darstellen, denn alle Kräfte, die der Organismus sonst zum Verarbeiten der täglichen Nahrung aufwendet, werden beim Fasten zum Entschlacken genutzt. Und diese innere Reinigung ist eine seit jeher bekannte Gesundheitsvorsorge und macht auch tageweise Sinn. Der fühlt sich richtig gut an. Also Energie schießt nach oben. Müdigkeit kennt man dann fast nicht mehr. Und die ganzen kleinen Bewegchen im Alltag, die verschwinden.